Ich habe angefangen gehabt, das Obduktionsergebnis zu lesen. Ich habe angefangen im Gesicht und habe ein wahnsinniges Kopfkino und habe mir vorgestellt, wie der Florian ausgesehen hat. Und ich wollte die Bilder nicht zusammenbringen. Dass so viel Schmerz sein lässt, hätte ich mir. Ja, und Schatz, wirklich. Die Füße unter dem Boden weg ist. Eine Straße in Stuttgart. Hier starb ein Zeuge aus dem NSU-Komplex. Cannstatter Wasen 2013, 16. September, morgens um 8:30. Ein ausgebranntes Fahrzeug, ein toter Mann auf dem Fahrersitz. Ein Zeuge berichtet von einer Stichflamme, Personen habe er nicht gesehen. Florian Heilig wurde 21 Jahre alt. Der Florian als Mensch war liebenswert. Wenn man ihn gebraucht hat, so war er immer für ihn da. Ja, war einzigartig. Alles ist gut, bis Florian zwecks Ausbildung nach Heilbronn zieht. Dort lernt er Leute aus der Neonazi-Szene kennen. An der Harmonie, einem beliebten Treffpunkt in der Innenstadt von Heilbronn, sitzt er mit ihnen zusammen. Nach Hause kommt er immer seltener. Er schwärmt von Kameradschaft und vom Vaterland. Du hast im Prinzip im Gesicht ablesen können, dass er eine brutale Wesensveränderung gekriegt hat. Das ist... Du bist erschrocken, wenn du ihn gesehen hast. In der Zeit, wo er so rechts war, hat er dann nur, ich sag jetzt mal, deutsches Essen konsumiert. Also, zum Beispiel, der mochte früher Pizza und Spaghetti und so. Das hat er alles nicht mehr gegessen. Nur zum Beispiel Schnitzel mit Pommes oder ein Käsebrot, weil Brot und Käse deutsch, ja. Gruppenbild mit Hitlergruß und Hakenkreuz. Florians neue Freunde. Mit ihnen ist er nun täglich unterwegs. Und der Florian hat halt auch gesagt, es gab zum Beispiel Aufträge oder so. Zum Beispiel mischt den mal auf oder macht dies und das. Ich weiß, dass er auf Demos war. Ich weiß, dass er hat das netterweise so gesagt, sind mal aufgeräumt. Dass sie zum Beispiel in den Döner reingegangen sind, haben die mal netterweise auf die Tresen gepinkelt. Und sind dann wieder weg als Gruppe. Florian Heilig machte in Heilbronn eine Krankenpflegerausbildung. Bei sich versteckt er für andere Waffen. Ein Tipp aus der Szene lässt ihn auffliegen. Die Polizei stürmt sein Zimmer. Sie beschlagnahmt Pistolen, Messer und mehr. Florian wird gekündigt. Die Eltern holen ihn nach langen Diskussionen nach Hause. Schließlich steigt er aus der Neonazi-Szene aus. Florian hat Angst vor den alten Kameraden. Sie fordern von ihm für die beschlagnahmten Waffen tausende Euro. Zudem droht ein Prozess. Er schläft mit einem Messer unterm Kopfkissen. Es war eine harte Zeit für uns, weil er war ja doch nicht da. Aber dann ist irgendwie, hat sich's gelöst und er hat sich immer mehr am Familienleben teilgehabt wieder. Ja, ist eigentlich immer normaler geworden. Die Eltern helfen ihrem Sohn, besorgen einen neuen Ausbildungsplatz. Eine Lehrerin vermittelt ihn 2011 an Big Rex, ein Aussteigerprogramm des Landeskriminalamts. Florian hat den Eindruck, dass die Beamten aber nur Informationen von ihm wollen, nicht wirklich an seinem Ausstieg interessiert sind. Und wenn du dann zu denen gesagt hast, hey, lasst ihn doch einfach in Ruhe, der Kerl, der hat eine Ausbildung, der geht in die Schule, er hat eine Freundin, er hat einen großen Bekanntenkreis. Was wollt ihr noch mehr? Er ist nicht mehr an der rechten Zähne. Ja, wir möchten eine Zusammenarbeit. Es ist totaler Bullshit. Er wurde eigentlich nur erpresst von den Idioten. Regelmäßig besuchen Florian Beamte von Big Rex. Wenn er sein Handy wechselt, verlangen sie die neue Nummer.
Die zirkuliert immer kurz darauf in der Nazi-Szene. Er sagt immer wenn die Nummer gehabt hatte, also wenn er für Big Rex erreichbar war, danach ging er rechts darauf wieder los. Und da ging es halt immer wieder um die 15.000, 16.000 Euro, die er anfänglich Schulden gehabt hat, und da soll er Bodengänge machen. Ich habe mal gefragt, weißt du Bodengänge, was für Bodengänge sind? Dann sagt der Papa, ich habe ein Handy, das hat er mir gezeigt, da ruft jemand an, dann muss ich da hin, dann kriege ich ein Paket, das muss nach da, fertig. Was da drin ist, interessiert mich einfach nicht. Wie tief steckte Florian Heilig in der Nazi-Szene? Seinen Eltern berichtet er von militanten Gruppen und auch von Beate Zschäpe. Wenn man sich überlegt, dass der Florian die Beate auch gekannt hat, ja? Ich weiß nicht, in welchem Untergrund er die kennengelernt hat. Ich weiß auch nicht, wo er sie getroffen hat. Aber er hat es immer gesagt, er kennt sie. Der Florian hat mir es 2011, Ende Mai meine ich, Juni 2011, war das erste Mal zu mir, wo er mir das, den Ausdruck NSU gesagt hat. Zu diesem Zeitpunkt sprach sonst niemand über den NSU. Fast 14 Jahre lang war dieses Rechtsextremistentrio im Untergrund. Beate Zschäpe sitzt jetzt in Haft und schweigt. Uwe Böhnert und Uwe Mundlos sind tot. Nur weil sie vor 11 Tagen in Eisenach nach einem Banküberfall kurz vor dem Zugriff der Polizei ihr Wohnmobil anzündeten und sich erschossen, sind ihre Taten überhaupt ans Licht gekommen. Der Tod im Wohnmobil. Seit über 3 Jahren recherchiert Siegfried Meyer und sagt, es war alles ganz anders, als berichtet wurde. Heute hat er ein baugleiches Wohnmobil gemietet, will die Tatabläufe vom 4. November 2011 rekonstruieren. Der Berliner Literaturwissenschaftler gehört dem privaten Arbeitskreis NSU an, einer Gruppe von, wie er sagt, 30 Leuten, die sich über das Internet gefunden haben. Sie haben Zugriff auf Original-Ermittlungsakten, die sie nach Manipulationen und Widersprüchen durchsuchen. Ihre Ergebnisse und sämtliche Akten veröffentlichen sie in einem Internetblog. Das geschieht über ausländische Server. Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln gegen sie. Für uns ist das eine Kampfsituation, das ist ganz klar. Wir wollen dieses Armenmärchen, dieses aggressive, giftige Armenmärchen des NSU zu Fall bringen. Das ist ganz einfach so. Wir wollen die Macht der Geheimdienste brechen. Das hier ist eine sogenannte Pumpgun, eine Schrotflinte ohne Schaft, wie man sie auch im Wohnmobil gefunden hat. Ne? Wir werden versuchen, damit uns Überlegungen anzustellen, die Abläufe in diesem Wohnmobil so gewesen sein können, wie sie waren. In diesem brennenden Wohnmobil macht die Polizei letzten Freitag einen mysteriösen Fund. Im Innern findet sie das Geld aus einem Banküberfall und die beiden mutmaßlichen Bankräuber tot. Ich kann Ihnen berichten, dass beide Personen massive Schädelverletzungen hatten. Und im vorweggenommenen Sektionsergebnis steht also fest, dass beide Personen sich erschossen haben. Also zunächst war die Rede davon, dass sich beide gegenseitig erschossen hätte, dann sich jeder selber. Also diese ganzen Behauptungen. Das wurde ja nicht nur von irgendwelchen Presseleuten vorgetragen, sondern auch von der zuständigen Staatsanwaltschaft. Das darf man nicht vergessen. Also von Leuten, die unmittelbar mit der Ermittlungsarbeit betraut waren. Eisenach, Nordplatz. Um kurz nach 9 wird hier am 4. November 2011 eine Sparkasse überfallen. Die maskierten Täter sollen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sein. Sie flüchten, so berichten Zeugen, mit einem Wohnmobil und fahren nach Streckda. Streckda, ein kleines Neubaugebiet am Rand von Eisenach. Es ist eine Theaterinszenierung. Ja. Es macht einen bühnenhaften Eindruck. Es ist also eine Umgebung, die etwas Puppenstubenhaftes hat. Man kommt dort hinein, niedrige Häuser, es ist alles sehr kleinteilig. Es ist eine Umgebung, in der jeder jeden kennt, wo man sich sofort in die Augen schaut. Und man hat den Eindruck, es ist einer der schlechtesten Plätze in Deutschland, um sich zu verstecken.
Und doch wird genau hier das Wohnmobil abgestellt. Aus welchem Grund, fragt sich der Journalist Andreas Förster. Die Fluchtwege sind eigentlich gar nicht mal schlecht. Man kommt da hinten auf diese Straße, da hinten ist die Autobahn. Es ist halt auch nicht weit bis zur Autobahn. Und wenn ich mir vorstelle, dass die ja im Prinzip eine Stunde lang nicht nach dem Wohnmobil gesucht haben, hätten die also alle Zeit der Welt gehabt, die ruckzuck auf die Autobahn und dann weg. Über 2 Stunden steht das Wohnmobil in Streck da. Das erste Foto der Ermittlungsakten zeigt eine dichte Rauchwolke. Die Situation ist die, dass nach offizieller Darstellung der Herr Mundlos den Herrn Böhnert mit dieser Pumpgun erschossen haben soll. Das Ausschussloch ist vorne. Das heißt, der Schuss muss in dieser Art erfolgt sein. Nicht? Also es wird durchgeladen, der gute Mann erschießt seinen Freund, seinen Langjährigen. Und danach ist er in der Situation, dass er das Wohnmobil anzünden muss. Und zwar effektiv anzünden muss, so dass es abbrennt. Wie gelingt ihm das? Es muss also hier irgendein brennbares Material am Tisch gelegen haben. Das entzündet er. Und nachdem er es entzündet hat, was auch schon schwierig ist, weil hier nämlich die Leiche seines Freundes liegt, er entzündet es, muss einen kurzen Moment warten, bis es brennt und anschließend durchladen noch einmal, nach hinten gehen, sich hinsetzen und dann in den Kopf schießen. Bilder aus den Akten. Der tote Uwe Mundlos, vor ihm die Pumpgun. Normalerweise müsste bei einem sogenannten Grönlein-Schuss, den wir hier haben, also ein Schuss mit einem schweren Flintenlaufgeschoss durch den Kopf, hinten das gesamte oder fast das gesamte Hirn austreten und an die Wand fliegen und auch das Blut, das sie im Kopf befindet. Das ist nicht der Fall. Kein Blut auf der hinter Uwe Mundlos hochgeklappten Matratze. Auch nicht an dem Schrank, an dem sein Körper lehnt. Das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist natürlich, dass es keinerlei Fingerabdrücke an dieser Waffe gibt, mit der sich der Herr Mundlos erschossen haben soll. Und was auch sehr, sehr merkwürdig ist, ist natürlich, dass es keine DNA von Mundlos oder Böhnert oder sonst irgendwem an den Patronen in dieser Waffe gibt. Das heißt, man hat die Situation, dass hier vollkommen spurenfrei gearbeitet worden ist. Obwohl das eigentlich nicht denkbar ist, wenn sich jemand mit nackten Händen erschießt, dass er weder DNA noch Fingerabdrücke irgendwie hinterlässt. Ein Polizist schaut seelenruhig aufs Wohnmobil. Ein weiteres Bild der Tatortmappe. Laut Akte hat er zuvor schussartige Geräusche gemeldet und sich in Deckung begeben. Als nächstes kommt ein Rettungswagen, danach die Feuerwehr. Mittlerweile ist auch ein Sondereinsatzkommando angefordert. Warum lässt man die Feuerwehrleute jetzt ungeschützt an das Wohnmobil heran, wenn man doch darin gefährliche Bankräuber vermutet? Andreas Förster trifft Caroline Lehmuth. Sie war damals als erste Fotografin vor Ort. Und waren Sie dann hier richtig dicht dran? Also bis am Wohnmobil selbst nicht, weil hier in etwa so war dann 2 Polizeibeamte und Feuerwehr. Und hier an der Seite stand auch ein Polizeibeamter. Aber so bis hier, wo wir jetzt stehen, so nah war ich am Anfang schon dran. An die 100 Fotos hat Caroline Lehmuth seinerzeit am Wohnmobil geschossen. Kein Ermittler hat sich bisher dafür interessiert. Wer wann am Auto war, das kann man sekundengenau durch ihre Bilder rekonstruieren. Denn sie haben einen Zeitstempel. Man sieht, das Wohnmobil ist schnell gelöscht. Dann passiert erst einmal nichts. Wie haben sich denn diese Einsatzkräfte? Waren die sehr professionell oder war ein bisschen Hektik hier? Also hektisch fand ich es eigentlich gar nicht. Ich fand es sehr ruhig. Auch dieser Schuss, der gefallen sein soll, der muss ja gefallen sein, bevor ich hier fort eingetroffen bin, auch bevor viele Einsatzkräfte da waren. Das heißt, eigentlich hätte man davon ausgehen können, die Stimmung hätte aufgebauscht sein müssen. Es ist sehr ruhig abgelaufen. Seinerzeit ahnt Caroline Lehmuth noch nicht, was in den nächsten Tagen in diesem Wohnmobil alles gefunden wird. Im Wohnmobil stellen die Beamten mehrere Schusswaffen sicher. 2 davon vom Typ Heckler & Koch P2000 wie diese. Anhand der Waffennummern stellt sich heraus, es sind die damals geraubten Dienstwaffen der ermordeten Heilbronner Polizistin und ihre schwer verletzten Kollegen. Es gibt mehrere Schlüsselfälle des NSU-Komplexes. Das ist der 4. November 2011, der Tod in Eisenach, der nicht geklärt ist, der immer mysteriöser wird. Und ein Schlüsselfall ist der Heilbronner Fall. Laut Bundesanwaltschaft
haben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hier in Heilbronn auf zwei Polizisten geschossen. Die 22-jährige Polizeimeisterin starb durch Kopfschüsse. Ihr 24-jähriger Kollege schwebt in Lebensgefahr. Die Täter kamen von hinten. Sie müssen sich irgendwo hier versteckt gehalten haben. Eine geeignete Stelle hier ist hinter diesem Häuschen. Also das ist eine Trafo- und Pumpstation. Und die kamen zeitgleich, einer rechts am Auto, einer links am Auto. Und die Rekonstruktion ergab, dass beide Täter Rechtshänder gewesen sein müssen. Das heißt, die Kugel geht in diese Richtung. Der andere Täter war auch Rechtshänder. So standen sie nicht im Wege. Die Ermittler kommen 2007 zu eindeutigen Ergebnissen. Zwei Rechtshänder als Schützen. Zur NSU-Anklageschrift von 2013 passt das nicht. Uwe Böhnhardt ist Linkshänder. Damit sozusagen der Schusskanal als Linkshänder mit dem Schusskanal im Kopf des Opfers übereinstimmt, hätte er praktisch so stehen müssen ungefähr. Das heißt, er wäre am Opfer vorbeigegangen und hätte so auf das Opfer geschossen und wäre noch in die Zielrichtung des Kollegen, des Mittäters, geraten. Deswegen gehen die Gutachter davon aus, dass beides Rechtshänder waren. Das wirft einen Zweifel auf die Täterschaft von Uwe Böhnhardt. Und ohne Uwe Böhnhardt als Täter ist auch Uwe Mundlos fraglich. So hat laut der Polizeikonstruktion Michel Kiesewetter gelegen. Die Täter reißen den beiden Polizisten Waffen und Handschellen vom Holster. Dabei müssen sie mit dem Blut der Beamten in Berührung gekommen sein. Das Ganze dauert. Mitten unter Menschen. Nach der Tat melden sich Zeugen. Zeugen hier vor Ort waren den Ermittlern so wichtig, dass sie eben diese 14 Phantombilder haben zeichnen lassen. Unter anderem ein Phantombild von dem Polizeibeamten, der schwer verletzt überlebt hat. Der hat dieses Phantombild erstellen lassen. Dieses hier. Also hier an roter Ampel stand eine Zeugin. Hier stand ein wartender PKW vor dieser Hecke. Und während sie die Rotphase abwarten musste, sah sie einen Mann hierher rennen. Er sei etwas getrippelt, hat sie gesagt. Es soll dieser Mann sein, der wurde zweimal gezeichnet. Er musste also dann auf die Straße und musste an der Fahrerseite hinten einsteigen und musste dabei auf den rückwärtigen Verkehr achten und hat der Zeugin im Prinzip die ganze vordere Seite zugewendet, sodass die ihm sekundenlang ins Gesicht sehen konnte und erkannt hat, dass die ganze linke Seite voller Blut ist. Die Sonderkommission möchte seinerzeit möglichst schnell mit den Phantombildern an die Öffentlichkeit. Doch der Staatsanwalt verhindert es, weil er die Zeugen für unglaubwürdig hält. Journalisten wie Thomas Moser sind die ersten, die überhaupt von der Existenz der Phantombilder berichten. Auch Florian Heilig sollte zum Mord an Michel Kiesewetter aussagen. Er hatte einen Termin mit der Polizei. An jenem Tag, an dem er starb. Der Florian hat gesagt, dass er weiß, wer die Michel Kiesewetter umgebracht hat. Und das hat er auch zu Klassenkameradinnen gesagt. In den Wochen vor seinem Tod wird Florian Heilig mehrfach überfallen, zusammengeschlagen. Auch ein Messerstich ist dabei. Eine Nachricht auf WhatsApp. Florian würde in Heilbronn gesucht, er habe dort Scheiße gebaut und man würde erst aufhören, wenn man seinen Kehlkopf als Souvenir habe. Vor dem Haus fallen der Familie Männer auf, die sie beobachten, und auch an den Autos gibt es Auffälligkeiten. Also an dem einen Auto waren die Bremse manipuliert, obwohl das Auto frisch beim TÜV gewesen war. Und beim anderen waren die Radmuttern aufgedreht. Und das waren ja beides Autos, die der Florian mitgefahren hat. Florian macht eine außerbetriebliche Ausbildung. Dabei wohnt er mehrere Tage in einem Schülerheim. Am 15. September 2013 bricht er wieder dorthin auf. Kurz vorher bekommt er einen Anruf, berichten die Eltern. Florian habe danach sehr besorgt gewirkt. Ein Blitzerfoto. Das letzte Bild von Florian. Seinem Vater schickt er noch mitten in der Nacht das Foto eines Sportwagens, ohne Kommentar. Ein Verfolger?
Wenige Stunden später verbrennt Florian Heilig bei lebendigem Leib in seinem Auto. Zeugen hören einen Knall, sehen Flammen. Für die Polizei ist bereits nach 5 Stunden der Fall gelöst. Ein Selbstmord. 2 Beamte überbringen den Eltern die Todesnachricht. Ich weiß dann noch, dass wir ins Wohnzimmer gegangen sind. Und sie dann halt gesagt hin, dass der Florian auf dem Balkansteiner Vasen im Auto verbrannt ist. Und ich glaube, das werde ich in 50 Jahren nicht in Worte fassen können, was man da fühlt. Es war wirklich so, dass sie, die habe uns gesagt, ihr Sohn ist, ja, der ist verbrannt im Auto und gleich mit der Ursache. Gleich, er hat sich mit Benzin übergossen, gesagt, wo der Benzinkanister gekauft worden ist, wo er gedankt hat, alles. Und mir damals, und dann sage ich, wieso soll sich unser Sohn umbringen? Das war doch alles, ja, wir haben so weit ermittelt und das sind, der Grund sieht aus, schlechte schulische Leistungen. Ich habe gesagt, nee, never. Der Gerhard auch, absolut, nee, niemals. Der Florian hat Wünsche, Träume, dem sei Welt war okay. Florian war ein guter Schüler. Jetzt behaupten die Beamten, er habe sich wohl wegen Liebeskummer umgebracht. Auch davon weiß die Familie nichts. Nur einen Tag nach seinem Tod will die Polizei Florians Auto verschrotten lassen. Seine Geschwister verhindern es. Fahren nach Stuttgart zum Polizeirevier. Man muss sich dann überlegen, wie das ist. Also diese Vorstellung, da ist mein Bruder drinnen gestorben. Mir in das Auto erst mal angeguckt, wir waren, glaube ich, alle total neben der Kappe. Und dann war das halt so, bei dieser Doppelhalle, da war dann so eine Brücke, nenne ich es jetzt mal, und ich kann es nicht mal ganz genau sagen, so ein Balkon, eine Brücke oder sonst was. Und da standen dann Polizisten und die waren dann sehr amüsiert über den Anblick, wie wir dieses Auto auf den Anhänger drauf gebracht haben. Das hat nicht mal einer gefragt, Entschuldigung, kann man Ihnen irgendwie helfen oder so. Ein paar Tage später kann der Vater die Sachen seines Sohnes holen. Wenn ich es dann selber gehört hätte, was ich zu jedem sage, Quatsch, das macht keinen Bär. Also kein Polizist, der irgendwo ein Gefühl hat für seine Mitmenschen. Aber mir sind die Schuhe, die angekohlte Schuhe von meinem Sohn, sind mir übergeben worden in einer Tüte, die unheimlich übel kroch hat nach Brandgeruch. Und dann, die Schuhe können sie ja putzen und dann können sie sie noch auftragen. So sind mir die Schuhe gegeben worden. Die Geschwister stellen Florians Auto in der Garage eines Freundes ab. Dort steht es beinahe 1,5 Jahre, bis es wieder eine Rolle spielt. Zurück zum ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach-Streckda. Ein Polizist steht im Wageninneren. Noch ist die Spurensicherung nicht da. Als der Lokaljournalist Sascha Wilms gegen 15 Uhr zum Wohnmobil kommt, ist es in Planen gehüllt und ein Abschleppwagen fährt heran. Das Wohnmobil ist abgedeckt schon mit Plane. Das ist ja auf den Fotos, die bis heute noch um die Welt gehen, immer da, waren die Folien noch nicht drauf. Ne? Da sieht man immer noch die Flammen. Aber als ich kam, war eben die Folie schon drauf. Dann fährt der Abschlepper ran. Aber erst noch mal weg, glaube ich, denn dann beraten sich die Polizisten. Bis dahin hat es immer noch keine Tatortarbeit gegeben, sagen übereinstimmend Augenzeugen. Dann ist Polizeichef Menzel persönlich hin. Ja, da ist er. Und hier löst er die Wäscheleine, oder mit der die Plane da festgezurrt wurde, die löst er wieder. Also sowas hat man schon selten, zumindest wie sie es im Nachhinein dargestellt hat. In dem Moment wusste ich es nicht so genau. Das habe ich mir dann auch im Nachhinein überlegt, wenn man da wusste, dass da 2 Tote drin liegen. Und dann hat man die Fotos halt nochmal mit einem anderen Blick angeguckt. Und dann sieht man schon Polizisten ohne Handschuhe, die in die Fahrradgarage gucken oder die sich an dem Türrahmen festhalten und auch mal einen Blick reinwerfen wollen. Unzureichende Spurensicherung am Tatort. Der Polizeichef selbst ohne Spezialkleidung. Untersuchungen dieser Art sind kein Einzelfall bei den NSU-Ermittlungen.
Was eben einem immer wieder ins Auge fällt, ist dieses Abweichen von polizeilicher Routine. Und wenn das, wie gesagt, ein-, zweimal der Fall ist, dann kann man sagen, das ist ein Fehler. Aber wenn das immer wieder passiert, dann fragt man sich, gibt es da irgendwo ein Konzept? Wer hat da das Drehbuch? Wer sagt da jetzt, das machen wir jetzt hier ganz anders? Mit einem Asservatenkarton steigt eine Mitarbeiterin der Spurensicherung ins Wohnmobil. Auch sie trägt keine Schuhschützer. Drinnen sieht es laut Akten so aus. Normalerweise haben die Leute dann weiße Anzüge an und Handschuhe und blaue Stiefeletten. Gab's da alles nicht. Was hat man hier entnommen? Wenig später wird das Wohnmobil mitsamt der Leichen auf den Abschleppwagen gezogen und weggefahren. Dieses Abtransportieren, so ruhig wie die Szenerie wirkte, im Nachhinein sieht es ja doch ein bisschen aus wie ein Hals über Kopf wegschaffen. Da sind die zwei toten Menschen drin, da ist alles drin und das rein von meiner Vorstellung her, ja, da fliegt alles durcheinander. Und es gibt keinerlei Tatortsicherung vorher. Und das ist Polizeiarbeit? Warum? Und wem nützt das? Die Berufsfeuerwehr bleibt bis zum Schluss. Sie hinterlässt den Tatort von Streckter Besenrein. Die Kugeln, mit denen Uwe Mundlos sich und Uwe Böhnhardt erschossen haben soll, werden nie gefunden. Und noch ein Tatort am 4. November 2011. Kurz nach dem Selbstmord explodiert in Zwickau ein Haus, die Wohnung des Trios. Beate Z. soll es selbst angezündet haben. Der Fotograf Ralf Köhler hat die Frühlingsstraße in Zwickau von damals bis heute dokumentiert. Tschäpeplatz, so erzählt er, nennen die Anwohner mittlerweile den Ort, wo einst das Haus stand. Im wahrsten Sinne des Wortes ist halt Gras drüber gewachsen. Ne? Hier war ungefähr die Mitte des Gebäudes. So. Und die explodierte Seite, die war, also sagen wir hier in dem oberen Bereich, hier rechts. Ja. Beate Zschäpe geht Wäsche aufhängen. Aufnahmen aus 2010. Die Wohnung in der Frühlingsstraße war mit Überwachungskameras ausgestattet. Sie zeigen ein normales Leben in aller Öffentlichkeit. Smalltalk mit den Nachbarn an der Wäschespinne. Eine freundschaftliche Umarmung. Die Ermittler wissen über das Leben von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in der Frühlingsstraße so gut wie nichts. Wohnten sie hier überhaupt die ganze Zeit? Warum hier und was machten sie? Am 4. November 2011 explodiert ihre Wohnung. Ralf Köhler und seine Kollegen glauben zunächst an einen Unfall. Die Explosion, die muss ja gigantisch gewesen sein. Also die Anwohner haben ja berichtet, dass es einen Mordsknall gab. Und dann sind ja hier auch die Wände rausgeflogen von der obersten Etage. Laut dem polizeilichen Brandbericht war bei 1 die Hauptexplosion. In einer Art Sportraum. 10 Liter Benzin sollen laut Gutachten in der Wohnung verschüttet worden sein. Dann habe es eine halbe Stunde gebraucht, bis das Benzin-Luftgemisch explodierte. Ralf Köhler bekommt von Anwohnern Fotos. Erzählen Sie eine andere Geschichte? Auf Ihnen brennt der Sportraum noch nicht. Deutlich sieht man eine Weltkarte hinter dem Laufband. Aber was hat dann die Wand herausgerissen? Wenig später neue Explosionen. Seit Stunden ist der Brand unter Kontrolle. Da rollt ein Bagger an. Er beginnt damit, das Haus abzureißen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr argumentiert später, man habe so noch Menschen retten wollen. Der Bagger hat eigentlich viel zu viel eingerissen. Was man so auf den Bildern sieht, was beim Brand oder beim Löscharbeiten noch da war, hat der Bagger dann eigentlich, gerade in der ersten Etage, hat der Bagger alles weggenommen. Vom vorderen Teil der Wohnung bleibt nichts mehr übrig. Am nächsten Morgen findet der Brandermittler eine Pistole der Marke Radom. Obwohl noch nicht eingehend untersucht, meldet der Generalstaatsanwalt von Stuttgart: Schließlich haben wir in dem abgebrannten Haus mit großer Wahrscheinlichkeit eine Waffe gefunden, mit der auf die Polizeibeamten in Heilbronn geschossen worden ist. Dann bleibt das Haus mehrere Tage weitgehend unberührt. Ralf Köhler ist jetzt jeden Tag vor Ort. Die Bilder jetzt hier, die sind am Tag 3 nach der Explosion. Das heißt also, das ist ein Montagabend und das Gebäude ist noch völlig unberührt und wurde in der Nacht von einem Polizisten bewacht.
Und ich bin also abends hin und da sehen Sie auch die ganzen Berge noch hier, die noch vor dem Haus liegen. Ne? Die gehen noch deutlich bis Mitte Fenster. Und darunter müssen ja dann die ganzen Waffen gelegen haben. Ein Polizist nachts ringsrum bewachen, funktioniert nicht. Ein einfacher Bauzaun. Die Tür noch nicht einmal abgeschlossen. Gerade vor ein paar Stunden ist Beate Z. wieder aufgetaucht, hat sich den Jenaer Behörden gestellt, nach 13 Jahren im Untergrund. Nach der Festnahme gibt es in der Frühlingsstraße hektische Aktivitäten. Bereitschaftspolizisten beginnen, den Schuttberg abzutragen und finden am 9. November an nur einem Tag zahlreiche Waffen. Auch eine Cesca mit Schalldämpfer ist darunter. Der Finder ist nicht wie sonst üblich in den Akten namentlich genannt. Stattdessen steht da nur Bereitschaftspolizei. Auch gibt es kein Foto der Pistole am Fundort. Die Polizisten bei der Waffensuche sind ebenfalls anonymisiert. Sie hinterlassen auch diesen Ort besenrein. Schließlich präsentiert das BKA die Waffen aus der Frühlingsstraße und dem Wohnmobil. Und eine Mordserie scheint endgültig geklärt. In dem Wagen und in der gemeinsamen Wohnung in Zwickau fand man Waffen- und Bekennervideos, nach denen die drei für die bisher ungelöste bundesweite Mordserie an 8 türkischen und einem griechischen Kleinunternehmer verantwortlich sind und für den Mord an einer Polizistin in Heilbronn. Unter den Augen des Bundeskriminalamts wird rund 3 Wochen nach der Explosion die Wohnung in der Frühlingsstraße endgültig abgerissen. Ein Jahr nach dem Tod ihres Bruders beginnt Tatjana Heilig, die Ermittlungsakten zu lesen. Sie stößt auf nur oberflächlich befragte Zeugen und Widersprüche. Schließlich fährt sie zu dem ausgebrannten Auto. 16.09.2013 ist es passiert. Das Auto hat so bis dato keinen interessiert. Mir wurde nicht einmal gefragt wegen dem Auto, ob was da ist, ob man es noch habe, ob man es sich vielleicht mal angucken könnte. In der Türverkleidung findet sie eine große Machete. Unter dem Sitz eine Pistole, einen Computer und auch mehrere Handys. Dazu Tablettenschachteln. Florian hatte einen tödlichen Medikamentencocktail im Magen. Voller Misstrauen übergibt die Familie schließlich viele der Dinge an den NSU-Untersuchungsausschuss, der sich mittlerweile in Baden-Württemberg gebildet hat. Dessen Vorsitzender präsentiert die Fundstücke der Presse. Die Polizisten, die am Fall Heilig beteiligt waren, müssen jetzt aussagen. Fehler gemacht haben will kaum einer von ihnen. Da gab es keinen Anlass, da was zu unternehmen. Naja, ja, dass er bedroht wurde, aber wir haben auch keine Namen gehabt, wir haben nichts gehabt. Und nun endlich wird auch das Auto untersucht, das die Polizei schnell verschrotten wollte. Die Familie filmt mit ihren Handys die Arbeit der Brandsachverständigen. Mit dabei ist auch ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamts. Er nimmt Rußproben, denn man will auch untersuchen, ob die Familie nicht selbst die Gegenstände ins ausgebrannte Auto gelegt hat. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich habe damit gar kein Problem. Weil ich weiß eins. Wenn ihr sagt, dass die Teile von woanders herkommen, dann lügt ihr. Dann lügt ihr schlicht weg. Dann habe ich das Gefühl, ihr wollt. Spätestens dann weiß ich, dass ihr so viel Dreck am Stecken habt. Erst jetzt erfährt Familie Heilig, einer der Ermittler an der Fundstelle von Florians Auto stand Neonazis nahe. Ausgerechnet am Todestag habe er eine Art Praktikum im Branddezernat gemacht. Die Todesnachricht habe er mit überbracht, um so etwas zu lernen. Er kannte zudem den Zugführer von Michel Kiesewetter und auch der war einmal rechtsextrem. Florian Heilig, 4 Monate vor seinem Tod. Zusammen mit seiner Freundin Melissa. Auch sie wird vor den Untersuchungsausschuss geladen. Vor ihrer Aussage schreibt sie der Familie Heilig, dass sie Angst habe, aber dennoch in geheimer Sitzung aussagen will. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sagt er noch eine ehemalige langjährige Freundin des Toten aus.
Sie hat Florian H. noch eine Woche vor seinem Tod gesehen und glaubt nicht, wie die Polizei, an Selbstmord. Sie ist sich sicher, dass es kein Selbstmord war. Das hat sie betont. Florian H. habe zu dieser Zeit Zukunftspläne gehabt. Ein Suizid sei ausgeschlossen. Wenig später hat Melissa einen kleinen Motorradunfall. Sie schickt ein Foto von ihrem leicht verletzten Knie. Dann wird sie krampfend aufgefunden, stirbt. Laut Rechtsmedizin eine Lungenembolie. Der Journalist Thomas Moser hat Zweifel. Der Tod hat sich vor 8 Wochen ereignet. Die Obduktion hält offensichtlich noch an. Haben Sie Erkenntnisse darüber? Sind die Umstände jetzt geklärt? Wir werden auch demnächst mal wieder nachfragen. Aber wir haben noch keine Mitteilung über die zweite Obduktion. Die Feinuntersuchung wird ja wahrscheinlich dann auch an der Universität vorgenommen. Ist es normal, dass es so lange dauert? Ja, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich nicht erkundigt. Kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich nicht. Das war vor 8 Wochen. Der Tod ist nicht aufgeklärt. Die Frau wird immer noch obduziert. Die Ermittler können nicht sagen, woran die gestorben ist, im Prinzip. Die Obduktion ist noch nicht zu Ende, vor 8 Wochen. Das ist irgendwie gespenstisch. Und ich hatte den Eindruck, also es gibt Kritik, es gab eine Verblüffung an dem Ausschuss, was er alles rausfindet. Und jetzt gibt es eine Kritik daran, weil er seit ein paar Wochen nicht mehr fragt, wie es nötig wäre. Er fragt konservativ, er stellt die Fragen nicht zu Ende und so weiter. Und man hat den Eindruck, das hängt eventuell damit zusammen, dass der Ausschuss jetzt zumacht. Ulrich Goll von der FDP war mal Justizminister des Landes, ist jetzt Mitglied im Untersuchungsausschuss. Wir haben zum Beispiel auch erlebt, dass keiner der RAF-Morde wirklich aufgeklärt worden ist. Man brauchte damals extra einen neuen Straftatbestand, um verurteilen zu können, auch wenn man den Täter eigentlich nicht kennt. Das ist ja nicht nur bei Buback so, sondern keines dieser Verbrechen ist restlos aufgeklärt worden. Und ich sehe da bestimmte Parallelen. Katharina König hat noch nicht aufgegeben. Sie war im ersten NSU-Untersuchungsausschuss Thüringens mit dabei und geht heute zur Eröffnungssitzung des zweiten Ausschusses. Ich glaube, es verändert schon sehr stark. Ich weiß, dass es Phasen gab im letzten NSU-Untersuchungsausschuss, wo ich gar nicht mehr in der Lage war, über andere Sachen zu reden. Das ist natürlich auch für die Familie und Freunde und Bekannten ist das alles andere als eine angenehme Erfahrung, glaube ich. Da ist jemand, der fast wie sein ganzes Sein, zumindest für einen gewissen Zeitraum, in diese NSU-Akten steckt. Der Ausschuss beginnt mit Fragen zum Wohnmobil. Rechtsanwältin Dorothea Marx ist die Vorsitzende. Man wird vielleicht ein bisschen kaltblütiger. Und also bei mir erzeugt sowas immer Wut. Ne? Wenn ich so das Gefühl habe, mir sagt ja jemand nicht die Wahrheit, mir will hier jemand irgendwas erzählen vom Pferd oder wir werden Beweismittel irgendwie verfälscht oder vorenthalten, da werde ich einfach nur wütend. Und wenn ich wütend bin, dann kann ich dann auch sehr stark insistieren. Vorgeladen sind die Feuerwehrleute, die am 4.11. in Streckter beim Löschen des brennenden Wohnmobils eingesetzt waren. Noch nie wurden sie zu den Abläufen befragt. Sie erzählen, dass es direkt nach dem Einsatz Anweisungen gab, zu schweigen. Ich finde es nur immer merkwürdiger, was am 4.11. passiert ist. Warum erinnert man Beamte an ihre Schweigepflicht und beruft eine extra Versammlung ein? Warum beruft man eine extra Versammlung für die Freiwillige Feuerwehr ein und weist sie darauf hin, dass sie nicht darüber reden dürfen, über das, was im Einsatz geschehen ist? Was haben Sie beobachtet? Die Freiwilligen Feuerwehrleute berichten, dass sie beim Blick durch die Tür eine Person gesehen haben. Er hat gesagt, dass sie beim Öffnen der Tür Füße gesehen haben, bis zum Unterschenkel, die in Turnschuhen steckten. Und daraufhin hat die Polizei sofort gesagt, also jeden weiteren Löschversuch einstellen, sonst werden Spuren verwischt. Der Zeuge hat aber auch gesagt, dass es üblich ist beim Feuerwehreinsatz, dass man die Personen rettet. Menschenrettung geht vor. Da hätte man auf jeden Fall die Personen bergen müssen. Und dann festzustellen, wenn sie tot ist, dann ist sie eben tot. Wusste die Polizei, dass die beiden im Wohnmobil nicht mehr leben? Die Zigarettenpause ist kurz. Katharina König will keine der Aussagen verpassen. Die Feuerwehrleute erzählen weiter. Es habe keinen Brandschutt auf den Leichen gegeben, so wie auf manchen Tatortfotos. Auch habe Uwe Bönhardt nicht auf dem Bauch, sondern auf dem Rücken gelegen. Die Tatortbilder zeigen das Gegenteil. Das bedeutet, dass die Version, wie sie bisher in den Akten ist, möglicherweise nicht stimmt. Wann hat mundlos von wo Uwe Bönhardt erschossen?
Und jetzt sind wir wieder mittendrin im gesamten NSU-Komplex. Die Aussagen sind brisant, aber außer Andreas Förster berichtet von diesem Tag kaum jemand. Nach dem Brand des Wohnmobils, in dem am 4. November 2011 die Leichen der mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnert gefunden wurden, sind offenbar massiv Spuren manipuliert worden. Die Zeugen, die vom Ausschuss vernommen wurden, waren damals als Erste am Brandort und hatten einen Blick ins brennende Fahrzeug werfen können. Sie sind bislang nie von Ermittlern vernommen worden. Das ist eigentlich die Quintessenz bisher dieses Nachmittags und die auch völlig neuen Blick wirft auf das Geschehen am 4. November. Die Berufsfeuerwehrleute wirken bei ihren Aussagen angespannt. Sie sagen, es gab keine Waffen im Wohnmobil. Wieder entgegen der Polizeifotos. Sie selbst haben damals zur Einsatzdokumentation fotografiert, doch ihre Speicherkarte mussten sie der Polizei übergeben und bekamen sie gelöscht zurück. Also sind auf dem Rücken oder auf dem Bauch die Leiche? Na, bisher ist die Story, Mundlos sitzt, er schießt Böhnhardt. Böhnhardt fällt um, tot, Mundlos erschießt sich. Wenn aber Böhnhardt nicht auf dem Bauch, sondern auf dem Rücken liegt, wie die Feuerwehrleute sagen, dann kann Mundlos ihn nicht von dort erschossen haben. Richtig. Aber dann muss ihn ja jemand angefasst haben. Zwei Leute mindestens, also ein großer, schwerer Mann. An den Füßen, an den Köpfen und am Kopf und umgedreht haben. Und warum haben die Feuerwehrleute keine Waffen gesehen? Eine MP lag auf dem Sitz, eine Pistole lag auf dem Tisch, eine Pistole lag auf dem Herd. Da war noch kein Schutt. Eine Pistole lag auf dem Herd. Und zumindest der Einsatzleiter hat ja gerade auch den Herdbereich fotografiert, wie er sagt, und gerade den vorderen Bereich. Wir müssen ja auf den Fotos, wenn man die Fotos hätte, könnte man sehen, ob die Waffen da auch schon da lagen. Das eine passt nicht zum anderen. Polizeiakten dokumentieren, wie Einsatzkräfte fragen, ob sie das Wohnmobil bewachen sollen. Keine Absicherungsmaßnahmen erforderlich, die Antwort. Das Wohnmobil steht die nächsten Wochen nicht bei der Polizei, sondern in der Halle eines Abschleppunternehmers. Warum? Wer hatte Zugang? Wann wurden die Fotos der aufgefundenen Waffen gemacht? Wann die der Leichen? Immer neue Fragen für den Thüringer Untersuchungsausschuss. Polizei. Ich glaube, wir stehen auf der Kippe. Entweder gelingt es über die Untersuchungsausschüsse, über den Prozess, über Journalisten, mehr Licht in diesen NSU-Komplex hineinzubringen. Oder es ist ein Aussitzen und ein Weiter wie bisher. Und da ist dann schon so eine Grundfrage. Wollen wir in dieser Gesellschaft leben? Also ich muss sagen, seit dem Florian sein Tod, früher habe ich immer an die Gerechtigkeit geglaubt. Früher hatte ich auch unheimlich viel Respekt davor, ja. Das ist mir leider alles abhanden gekommen. In Bezug auf Politik und in Bezug auf Gerechtigkeit. Ihr Sohn Florian liegt in einem Friedhofswald begraben. Nein, jetzt. Lange haben die Eltern nach dem richtigen Baum für ihn gesucht. Es sind so viele Fragen. Es heißt ja nochmal, die Zeit heilt alle Wunden. Aber bei uns ist es so, dass die Zeit immer noch mehr Fragen aufwirft. Und man kriegt eigentlich keine Antworten. Man wird nur von gewissen Herren wird man nur angelogen. Es kommt einfach nichts. Das ist. Das Problem ist, man kann mit Fragezeichen keinen Abschluss finden. Der NSU und zu viele Fragen. Sie müssen beantwortet werden.
Es ist jedenfalls eine neue Dimension. Wir tun alles, um die Dinge aufzuklären. Es war ein Zufallsopfer. Selbstverständlich gehen wir jedem greifbaren Hinweis nach. Die Angeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, will möglicherweise aussagen.